Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft und mittlerweile in der, ich glaube, 4. Ausgabe. Und ich muss über einen kleinen Fail berichten, der mir passiert ist im Sinne von Terraria. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Charaktererstellung zurück und wie mein Charakter jetzt aussieht. Mein Charakter ist jetzt eine Frau. Ich wollte aber einen Mann! Ich hab mich da verklickt. Oh Mann, das ist toll. Toll, Mann, ich bin eine scheiß Frau. Nichts gegen Frauen oder so, aber im Prinzip ist es so. Und im Prinzip bin ich auch ziemlich sexistisch. Nein, ganz so sehe ich das natürlich auch nicht, ne? Aber ist natürlich, naja, etwas unerwartet. Und ich kann die Türen immer noch nicht reinsetzen. Ich habe da jetzt auch noch nicht nachgegoogelt, was da das Problem ist. Hast du Probleme, Junge? Muss ich das hier noch wegmachen? Keine Ahnung, wieso es einfach nicht funktioniert. Vielleicht muss ich ja noch den hier machen. Ah. Es funktioniert. So, nehmen wir noch mal kurz ein paar Schneeblöcke. Wo immer die sind. Oder ich mal Dirtblöcke. Meinetwegen auch die. Und dann machen wir mal kurz den hier. So. Ach, Zombies. Wieso gehen sie jetzt weg? Habt ihr etwa Angst? Und jetzt kommen sie zurück. So, alle weg. Er will nochmal, wer hat noch nicht? Bitte hinten anstellen. So, ich habe auch gar keine... Die Tür, das klappt jetzt aber, komischerweise. Egal, was ich sagen wollte, ich habe gar keine großartigen Themen vorbereitet für... Ja, diese Aufnahme. Snowbreak, so. Deswegen muss ich da so ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, das kommt euch entgegen. Aber das ist ja auch mehr oder weniger ja eigentlich ja mein Job als Let's Player. So. Hi. Ach, das sind zwei Zombies. Mensch, Mensch, Mensch. Die tarnen sich manchmal ganz schön gut. Zack, einer tot und zwei tot. Komm her. Komm her, du scheiß Auge. Komm her, komm her. Ja? Angst? Boop. Komm runter. Nimm das auf die Fresse. Oh, yeah. So, ich würde jetzt gerne das Schild platzieren. Oh, lol. Nee, so ist das scheiße. Ich dachte, ich kann das gegen die Wand platzieren. Oh, Manu. Ah, noch ein Zombie, ey. Die sind auch schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das aussieht mit deren Geld, wie viel die mir da bringen und so weiter. Muss ich mal gucken. Oh, ich brauche ein paar Sachen. Auf jeden Fall. Sowas wie Kupferachs oder so. Oder Stein, um den Ofen zu machen. Nee, das ist doof. Das ist doof. Da. An eine Kiste brauche ich, glaube ich, auch Eisen für. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Was ist das denn? Stone Block. Nach 11 Stone Blocks reichen nicht, um Ofen zu machen. Okay, dann gehe ich doch nach unten. Die Frage ist, wie gehen wir nach unten? Buddel ich mich mal einfach hier durch. Das wird wohl schon funktionieren. So, weg mit dir. Dann... Du da oben dran. Und jetzt wird nach unten gebuddelt. Yeah. Deadlock kommt dahin. So. Ich mache mir jetzt hier so einen schönen Gang auch nach unten. Es soll ja alles schön ästhetisch sein. Ich will ja hier auch mal ein bisschen den Bauaspekt in Terraria fördern. Das machen ja so wenige Let's Player und deswegen kann ich das, glaube ich, auch durchaus machen. So. Den Schnee unten muss ich natürlich noch durch... Holz ersetzen, das ist ja wohl mal klar. Dann sieht das so alles viel, viel schnieker aus. So, du bist auch noch weg. Weg, 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 weg. Aber das dauert noch so lange mit dieser scheiß Spitzhacke. Vielleicht gehe ich auch erstmal in eine andere Höhle und suche dann erstmal Kupfer. Also Kupfer. Wobei, bin mir nicht sicher. Dance, dance, dance. Kann ich mir den Fackeln machen?
Juhu, ich kann mir Fackeln machen. So. Ja, 72 Stück sollten fürs Erste reichen. Für die ersten 2 Sekunden ungefähr. So. Da. Das weg, das weg, das weg, das weg. Da, da, da. So schön treppenmäßig. So, da noch eins weg. Ein Holz. Ich liebe Holz. So. Ah, die Treppe nimmt so langsam Form an. Aber man kann die natürlich nicht schön hochlaufen, weil die Decke noch zu niedrig ist. Und deswegen... Weg. 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 Aber ich denke, so sollte es langsam reichen. Buddeln. Ich muss mich tiefer buddeln. Anstrengend. Es ist alles so anstrengend, jetzt wo ich eine Frau bin. Tja, das geht doch nur in Videospielen. Von Mann zu Frau innerhalb von 0,3 Sekunden. Die man sich einmal nämlich verdrückt. Also nicht verdrückt im Sinne von weggehen, sondern von natürlich Fail-Click. Yeah, sure, Junge. So, das auch noch weg. Das kann ich da oben schon mal Holz hinsetzen. So. Warum komme ich gar nicht dran, ne? So, ein bisschen Springkunst. Ja, ja, ja. Komm, lass dich fällen. Ah. Manchmal ist das Spiel anstrengend. Lass dich doch kaputt machen. Why you no kaputt gehen? So, dann machen wir jetzt einfach mal einen einfachen Trick. Wie Tick, Trick und Track. Das könnte ich jetzt immer noch nicht abbauen. Das ist immer noch... Ja doch, jetzt geht's wenigstens so. Ich dachte gerade, das wäre immer noch zu niedrig. Dann hätte ich echt einen Vertrauensverlust an Terraria erlebt. So. Ach, ich habe ja noch ein paar Fackeln, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann können wir die mal zusammentun. Das geht ja auch. So. Da noch eine Fackel hin. Hier, da brauche ich eine Axt. Oh. Jetzt muss ich langsam aufpassen, dass ich hier nicht in den Spalt reinfahle. Reinfahle. Wie ein Pfahl. Weil der ist schon ganz schön tief. Und ich glaube, da hätte ich ein paar Schmerzen. Bräuchte ich ein bisschen, keine Ahnung, Amphetamine. Oder Morphin oder irgendwie so ein Quatsch. Oder Painkiller, um mich ein bisschen wieder stabil zu halten. Damit ich dann nicht vor Schmerzen hier total abdrehe. So die ganze Zeit. Ah, Schmerzen! Ah! Ach, und es beginnt wieder die gute alte Tagmusik. Darauf habe ich ja nur gewartet. Da jetzt kann ich rausgehen an die frische Luft und gar nichts tun. Ich verziehe mich hier lieber in meinen Keller. Der gefällt mir mehr. Aber ich bin ja auch Gamer. Ich hocke ja sowieso den ganzen Tag nur in meinem Keller rum. Dirt abbauen. Obwohl, als was geht das hier eigentlich? Diese hintere Wand. Das weiß ich gar nicht genau. Ah, lass dich doch abbauen, du da oben. Geht doch. So. Weg, 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 weg. Ah, es schneit immer noch. Slimes, ich habe sie besiegt. Mit Betonung auf ich. Aua. Welch ein ungebietener Gast. Total unhöflich. Schau mal, ich mache ihm die Tür auf und was macht er im Gegenzug dafür? Er haut mich. Total gemein. So, ich mache mal eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Back in action. Und ja, ich bin gerade wieder auf die Welt drauf gejoint und es ist nichts großartig passiert. Ich war kurz weg, aber ansonsten nichts Großartiges. Wie bereits gesagt, wir können ja unten ein bisschen weiter bauen.
Oder nee, wir fällen mal. Leggedy-Leg-Leg. Wir fällen mal unten am besten. Beziehungsweise hier oben ein paar Bäume. Tür zu. So, weil Bäume können wir schlecht in der Nacht fällen. Und dann machen wir das mal lieber jetzt am Tag, wo wir die Möglichkeit dazu haben. Dann. Dance moves. Dance moves. Schlimm ist das ja alles. Und ich habe da unten, links unten schon wieder einen Slime gesehen. Naja, ich sehe ihn, werde ihn aber nicht killen, weil er nicht böse zu mir ist. Denkt an das Karma. Oder an die Karma. Hä, wer ist ein Karma? Kenne ich gar nicht. Meinst du Krammela? Ich finde die Musik von Terraria immer noch sehr gut. Da kann man eigentlich nichts gegen einwenden. Ich meine, sie ist jetzt nicht so die epochalste Blizzard-Musik oder Film oder Spiel Theme. Aber sie ist doch ganz nett so. Und dann kann sie sich anhören. Nicht wahr, ihr beiden? Die Slimes sehen das genauso. Die finden die Musik auch ganz gut. Vor allem, da die ja auch so Ohren haben und so weiter. Total. So, jetzt wird hier unten weitergebaut. Das weg. Ach, hier wird eigentlich immer nur die ganze Zeit das Haus weitergebaut, ne? Wir waren noch, glaube ich, in gar keiner Schule. Das müssen wir mal ganz, ganz dringend nachholen. Aber das hier ist ja auch der Weg Richtung Höhle. Also von daher wird sich das wahrscheinlich auch ändern. Aber hier die Höhlen sind ja auch ein bisschen anders als in Minecraft. Mit ein bisschen meine ich extremst viel anders. In Minecraft ist mehr so, ja, oh nein, unter jeder Ecke könnte ein Creeper sein. Und hier ist mehr so, yeah, wir sind Duke Nukem, wir werden alle wegbashen. Und deswegen werde ich hier auch nicht so auf Atmosphäre jetzt machen. Die Höhlen, das überlasse ich lieber dem Minecraft-Let's Play. Vor allem da Terraria sowieso viel mehr auf Adventure ausgelegt ist und dann passt das auch, glaube ich, ganz gut. Ach, so viel Erde. Das Erdeschaufeln ist mal extremst anstrengend. Also diese Wanderde im Hintergrund. Nicht die so, gegen die man laufen kann und auf der man stehen kann und so weiter. Ich weiß auch nicht genau, wie man die unterscheiden soll, so vom Namen her. Aber irgendwas lasse ich mir da schon einfallen. So, jetzt brauche ich mal lieber den Eingang so Richtung Höhle. Ich will ja nicht einfach nur so schräg runterbauen. So, runterbauen. Da noch ein bisschen. Da. Okay, den einen wollte ich jetzt gar nicht bauen. Den da. Sieht zwar jetzt ein bisschen krüppelig aus, aber ich denke, es wird schon funktionieren. Da oben noch ein bisschen weg. Ich versuche da so ein bisschen immer hin und her zu springen. Und ich habe schon wieder einen falschen umgebaut. Jaha. So. Zu. Dun. So, von hier aus komme ich da noch locker rauf. Okay, dann kann ich noch ein bisschen tiefer. So denke ich mal. Ja, so sieht das gut aus. Oder, ja doch, sieht gut aus. Kann man so stehen lassen. So, noch mehr bauen. Und ich habe jetzt auch mal versucht zu verhindern, nicht mehr dieses lästige Echo zu haben. Das hatte ich ja so in ein paar Aufnahmen in letzter Zeit. Ich weiß auch warum. Weil ich ja meine Stimme selbst durch die Kopfhörer höre. Und das Mikrofon ist so sensibel, dass es sogar dass den Headset-Sound hört. Und so ist das eben halt entstanden, dass ihr immer so ein Echo gehört habt. So, noch ein bisschen tiefer sogar. Dahin, ich glaube, das ist schon zu tief. Nee, das geht sogar. Ja, so. Das passt doch gut. Das sieht doch grandios aus. Da habe ich mich selbst betroffen. Da noch eins hin. Nee, da er. So, hier wird das zugebaut. Da. Hä? Lol. Okay, das war ganz strange. Ich bin gerade in der Luft geflogen. Wie sich das erklären lässt? Keine Ahnung. Aliens.
Area 51. Lasst euch was einfallen. Ach, Snowblocks haben wir tatsächlich. Mensch. Da, der muss weg. So. Ah. Ich dachte, das hier wäre alles Erde, nur eben halt mit Schnee überzogen. Ach so, ach so. Ja, das klappt ganz gut. So, jetzt noch mehr Schneeblöcke platzieren. Da unten. Da. Und da. Ja, perfekt. Ich bin gut. So, jetzt muss ich noch irgendwo hier Fackeln platzieren. Da. Da. Und da. Yay. Ich mache so einen ganz so Standardabstieg wie hier in Terraria. Normalerweise machen das ja ganz schön viele Leute, dass man einfach so, ja, senkrecht runter geht. Aber ich nicht. Ich bin etwas Besonderes. So, bei Pier gehe ich jetzt auch mal in die Mine rein. Fackel dahin. Ja, man merkt noch, ich bin ziemlicher Terraria-Noob. So, hier ist Stein, ne? Ja, das klingt nach Stein. Klingt auf jeden Fall nicht nach Holz. Und deswegen werde ich es abbauen. Weil Stein hatte ich ja noch gar nichts. Und na, das ist gelogen. Ich hatte fast gar nichts. Ich hatte, ich glaube, 11 Steine am Anfang. Aber gleich werde ich viel mehr haben. Viel, viel mehr.